Herzlich willkommen hier auf diesem Kanal zu einem neuen Format Sprint to Glory. Ja, wir fangen heute mal mit dem VfB Stuttgart an. Wir versuchen ohne Abgänge den VfB Stuttgart zur Meisterschaft zu führen. Ohne Abgänge, damit ist gemeint, ich habe die alten Spieler wie Timo Werner, Khedira, Gnabry, Kimmich und so weiter wieder zum VfB transferiert und mal gucken, wie wir damit abschneiden mit den alten Legenden vom VfB Stuttgart. Schauen wir erstmal den Kader hier an. Gomez vorne im Sturm. Im Mittelfeld Didavi, links Werner, rechts Gnabry, ist eigentlich länger Mittelfeldspieler. Im defensiven Mittelfeld dann Sebastian Rudi und Joshua Kimmich, genau. Sami Khedira, Joshua Kimmich dann in der rechten Verteidigung, Bart Stuber und Rüdiger in der Innenverteidigung. Links Kolasinac, im Tor Bernd Leno. Ebenso haben wir Torhüter Loris Karius hier. Sven Ulreich, Jens Kral, Langer, genau, Diego Benaglio, Alexander Stolz, Flacco Dimas und Mitchell Lengerack. Ansonsten, wer auch in der Jugend vom VfB gespielt hat, ist Thilo Kehrer, Andreas Beck, Adam Soloy, Timo Baumgartl natürlich, Rupp jetzt nicht, der hat trotzdem mal beim VfB gespielt, war gut. Gümüş hat beim VfB in der Jugend gespielt, Rani Khedira, Toljan, Daniel Schwab kommt vom VfB. Genau, das ist der Kader, mit dem könnte man eigentlich einen soliden Platz im Mittelfeld, wenn nicht sogar mehr haben. Und ja, wir schauen einfach mal, was jetzt dann im Januar für uns rausspringt, auf welchem Platz wir dann sind. Und dann sehen wir uns im Januar. Wir sind also im Januar 2019 angekommen. Und wir schauen auf die Tabelle und wir sind Fünfter. Ja, ganz gut eigentlich. Auf dem ersten Platz ist Bayern natürlich. Dortmund auf dem zweiten, Leverkusen auf dem dritten, Hoffenheim auf dem vierten, wir auf dem fünften Platz. Auf dem Abstiegsplatz ist Nürnberg, Mainz und Frankfurt müsste in die Relegation. Schauen wir mal die Spielerstatistik an. Ob vom VfB Stuttgart jemand viele Tore geschossen hat. Serge Gnabry mit 5 Toren in 16 Spielen. Timo Werner ebenfalls 5 Tore in 16 Spielen. Gümüş 5 Tore in 15 Spielen, okay. Torvorlagen. Sami Khediras, glaube ich. Wir haben ja zwei Khedira, einmal Rani und einmal Sami. Mit zwei Vorlagen. Didavi mit zwei Vorlagen. Ohne Gegentor hat Leno 3 Spiele ohne Gegentor von 12 geschafft. Loris Karius 2 Spiele ohne Gegentor von 3. Gelbe Karten hat Khedira 2, genauso wie Schwab. Und rote Karten hat der VfB keine bisher gesammelt. Sehr schön. Schauen wir noch die anderen Tabellen an. Im DFB-Pokal haben wir gegen Bayern 2-1 verloren. In der dritten Runde sind wir ausgeschieden. Wir haben gegen Hoffenheim mit 1-0 gewonnen. Ja, ansonsten wäre es noch drin. Magdeburg. Oder? Nee. Das verstehe ich jetzt nicht. Magdeburg hat 2-0 gegen VfR Aalen gewonnen. Ach so. Oh, ich bin zu blöd, genau. Magdeburg gegen Wolfsburg. Leipzig, Frankfurt, Bayern, Augsburg, Gladbach, Dortmund. Und wir haben den Beginner Cup bzw. European International Cup mit 2 zu 1 gegen Neapel gewonnen. Gucken wir noch in die Teamstatistik vom VfB Stuttgart. Boah, Diego Benaglio ein Einsatz, Leno 12 Einsätze, Karius 3, Gomez nur 5 Einsätze, Adam Soloy 2 Einsätze, Timo Werner, Didavi 16, genauso wie Khedira, Christian Gentner mit 2 Einsätzen, Rudi mit 8, Lukas Rupp mit 2 Einsätzen, Rani Khedira mit 15 Einsätzen, genauso wie Gümüş, Gnabry mit 16 Einsätzen, Kimmich mit 13, Kolasinac mit 16 Einsätzen, Schwab mit 14 Einsätzen. Ja. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal noch den Kader an, ob sich wer verbessert hat. Ich sehe hier schon jemanden. Timo Werner auf nur 84, Gnabry 83, Gomez und 2 Gesamtpunkte. Ja, leider gesunken. Khedira auch gesunken. Rüdiger mit der 82.
Kimmich mit der 86, Leno 85, Karius um einen Gesamtpunkt gestiegen. Timo Baumgartl auch. Ansonsten sehe ich hier jetzt keine großen Veränderungen. Und ich würde sagen, wir drücken jetzt die Daumen, dass wir vielleicht doch noch die Meisterschaft in dieser Saison holen, spätestens dann nächstes Jahr. Und wir sehen uns dann im Mai, würde ich mal sagen. So, wir sind jetzt also im Mai 2019 angekommen und schauen mal. Der VfB wurde einfach mal Zweiter. Ja, moin. Auf dem ersten Platz Bayern mit 9 Punkten Vorsprung. Ah, das ist ärgerlich. Aber in der nächsten Saison kann es ja nur besser werden. Nürnberg und Freiburg steigen ab. Augsburg muss in die Relegation. DFB-Pokal hat VfL Wolfsburg gewonnen. Im Halbfinale Dortmund hat ja gegen Bayern 3-0 verloren und Wolfsburg 1-0 gegen Frankfurt gewonnen. Genau. Atletico Madrid hat das Finale vom UEFA Superpokal gewonnen. Die UEFA Champions League findet noch statt am 1. Juni. Und ja, am 29. Mai Liverpool gegen Inter Mailand. Schauen wir erstmal auf die Spielerstatistik. Timo Werner mit 18 Toren in 34 Spielen. Gümüş mit 11 Toren in 33 Spielen. Gucken wir noch bei den roten Karten, da hat der VfB immer noch keine rote Karte gesammelt. Das ist ja toll. Ohne Gegentor. Bernd Leno mit 11 Spielen. Genau. Und jetzt schauen wir mal, wie viele Einsätze jeder gehabt hat, bevor wir auf den Kader drauf schauen. Bernd Leno mit 30 Einsätzen, 34 Einsätze. Timo Werner genauso wie Didavi. Sammy Khedira mit 33 Einsätzen. Hudi mit 20 Einsätzen. Lukas Rupp mit 3 Einsätzen. Khedira mit 27. Gümüş mit 33. Serge Gnabry mit 34. Kimmich mit 31 Einsätzen. Toya mit 7 Einsätzen. Kolasinac mit 32 Einsätzen. Daniel Schwab mit 21 Einsätzen. Holger Badstuber mit 23. Rüdiger mit 24, Baumgartl mit einem, Kilokehrer mit 26 und Dene Degenek mit 4 Einsätzen. Und dann schauen wir gleich mal, ja, wer die Champions League gewonnen hat und wer die Europa League gewonnen hat. So, also. Die Europa League hat Inter Mailand mit 2-0 gegen Liverpool gewonnen. Und Real Madrid gewinnt gegen PSG. Gruppenphase. Dortmund ist schon ausgeschieden in der Gruppe B. In der Gruppe A meinte ich, genau. Schalke auch ausgeschieden in der Gruppe D. Bayern natürlich als Erster weiter. Hoffenheim als Erster weiter. Im Achtelfinale dann hat Hoffenheim mit 3-1 gegen Lokomotiv für Moskau gewonnen. Bayern mit 4-2 gegen Manchester United. Hoffenheim, ja, genau, das hatten wir ja gerade. Im Viertelfinale hat sich dann ja, PSG mit 5-3 gegen Hoffenheim durchgesetzt. Bayern hat 4-1 gegen Neapel gewonnen. Im Halbfinale allerdings hat dann Bayern am PSG gescheitert. Und Real Madrid hat 4-0 gegen 6-1 sogar gegen Atletico Madrid gewonnen. Und dann würde ich sagen, schauen wir jetzt erstmal noch auf den Kader. Gomez verletzt. Werner auf der 85, Gnabry 83, Rüdiger 83, Kimmich auf der 87 oben. Ansonsten hat sich niemand richtig verbessert. Gümüş noch jetzt gerade auf eine 70 gestiegen. Langerick auf eine 74. Ja. Flachodimos auf eine 77. Sonst eigentlich war es das, genau. Timo Baumgartl noch gestiegen. Ansonsten, ja, würde ich sagen, sehen wir uns Anfang nächster Saison. Und da sind wir also in der neuen Saison. Gomez leidigerweise immer noch verletzt. Timo Werner, wie gesagt, auf einer 85.
Orel Mangala und Ayton. Jetzt werde ich noch die Verträge auflösen. Haben wir noch Anto Krigic. Genau. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder im Januar. Was ich noch sagen wollte, ich sehe gerade hier, wir haben ja uns für die UEFA Champions League qualifiziert. Ziel ist, das Halbfinale zu erreichen. DFB-Pokal auch Halbfinale. Und ich werde euch jetzt in jedes Spiel, in jede Simulation von der UEFA Champions League von dem VfB Stuttgart mitnehmen. So, das erste Spiel in der Champions League in der Gruppenphase gegen Marseille, genau. Schauen wir unseren Kader an. Ich habe keine Ahnung, warum ich immer bei Alexander Stolz unten lande. Müsste eigentlich ganz gut aufgestellt sein. Und mit dem Kader gehen wir auch rein ins Spiel. Beziehungsweise in die Simulation. Schauen erstmal noch an, mit wem wir alles in der Gruppe sind. Mit CSKA Moskau, Olympique Marseille und Juventus Turin. Ja, mittelmäßige Gruppe. Und dann schauen wir mal, wie wir hier abschneiden. Ja, das ist mal wieder eine Champions League. Seit mehreren Jahren. Viertelstunde vorbei. 1-0 Serge Gnabry. 1-1 Solberg. Gomez verletzt raus. Adam Soller kommt. Oh je. 2-1 von Daniel Didavi und wieder 2-2. Gelb-rote Karte, Luis Gustavo. Jetzt können wir noch ein drittes Tor schießen. Machen wir aber nicht. Es bleibt beim 2-2 und wir sehen uns beim nächsten Spiel aus der Gruppenphase. Das nächste Spiel in der Gruppenphase steht an gegen Juventus Turin. Juventus Turin hat gegen CSKA Moskau 1-1 gespielt. Gomez ist ja leider verletzt. Nee, gar nicht. Gar nicht mehr, okay. Aber hier Kolasinac verletzt. Ich würde Baumgartl, er schließt ab einer 78. Ja, oder Ailton. Tu mal Ailton rein. Und dann würde ich sagen, starten wir die Simulation und hoffen auf einen Sieg jetzt im zweiten Spiel. Wird schwer gegen Juventus Turin. Wieder für eine Stunde vorbei. Noch nichts passiert. Und dann 1-0 Mané. Chiellini verletzt sich. Cancelo. Mit der gelben Karte 2-0 Cristiano Ronaldo. Das wird schwer jetzt noch hier aufzuholen. 3-0 Dybala. Das müsste es gewesen sein. 3-1 Joshua Kimmich. Dieser Treffer. Das nächste Spiel steht an gegen CSKA Moskau. Starten wir auch hier gleich rein, wieder mit der gleichen Aufstellung wie gegen Juve. Die haben 4-1 gegen Olympique Marseille verloren. Dritte Minute. Erstmal gelb und dann Daniel Didavi ist 1-0 in der 9. Minute. Wichtiger Treffer. Sehr wichtig. Rüdiger gelbe Karte und dann 1-1. Schennikow. 65 Minuten vorbei, immer noch 1-1. Komm bitte, VfB schießt noch ein Tor. Nein, und es bleibt beim 1-1. Zwei Unentschieden und eine Niederlage haben wir bisher in der Champions League. Und wir sehen uns im nächsten nächsten Spiel in der Spiel. Gruppenphase wieder gegen CSKA Moskau. Diesmal zu Gast. Und mal schauen, wie wir es abschneiden. 1-0 gleich Schennikow in der 3. Minute. Und wir jetzt ziemlich unter Druck. 1-1 Timo Werner, Joshua Kimmich mit einer roten Karte. 2-1 Mario Gomez, sehr schön. Jetzt nur das Ergebnis über die Zeit bringen, das wäre echt klasse. 2-2 Hernandez, oh nein. Und das dritte Unentschieden, wieder 2-2. Und wir sehen uns vorletztes Spiel in wieder der im nächsten Spiel. Gruppenphase. Können wir überhaupt noch
Es schaffen, ja. Wir können es auch schaffen, wenn wir jetzt gegen Olympique Lyon gewinnen. Und dann möchte ich dann noch einen Sieg gegen Juve raushauen. Mal schauen. Ja, jetzt hier das Problemchen ist. Ja, Joshua Kimmich mit einer 88 sogar schon. Fehlt uns leider im heutigen Spiel. Ah, das ist ärgerlich. Karim Toure dafür jetzt. Und wir müssen gegen Marseille gewinnen. Wir müssen hier gewinnen. Unentschieden ist auch gut, aber lieber ein Sieg. Verschossen Elfmeter Timo Werner, oh nein. Und 1-0 für Marseille. Oh je. Wir brauchen ein einziges Tor. Ein Tor. 2-0. Gemein, oh je. Das müsste gewesen sein. Yep. Ich sehe gerade, wir sind mittlerweile auf Platz 2. Schauen jetzt noch mal in die Champions League hier rein. In unsere Gruppe. Ach, nee. Wir sind draußen. Ich bin jetzt auch gegen Juventus Turin. Da nehme ich euch dann auch wieder hin mit. So, Bis letzter dahin. Spieltag gegen Juventus Turin. Das bringt eh nichts mehr, wir sind zwar draußen. Vielleicht gewinnen wir aber hier doch. Lassen wir uns überraschen. Ein Sieg wenigstens in der Champions League, wäre toll. Die Baller verschossen Elfmeter, das hört sich auch schon mal gut an. Immer noch 0 zu 0. Und dann 1-0 wieder Mané. Nee. 1-1 Joshua Kimmich, sehr schön. Und jetzt noch wenigstens 2-1 für uns. Unentschieden. Und so bleibt es beim Unentschieden hier. Kimmich hat den Ausgleich erzielt. Und wir sind aus der Champions League draußen und sehen uns in der Mitte von. Wir sind im Januar 2020 in unserer zweiten Saison, Entschuldigung, angekommen. Wir sind auf Platz 3. Wird schwer noch auf Platz 1 zu kommen jetzt. Im DFB-Pokal sind wir auch schon wieder ausgeschieden. Und das schon in der zweiten Runde gewinnt Gladbach 4 zu 3 im Elfmeterschießen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum Ende der Saison wieder im Dezember. Warum sage ich im Dezember? Im Mai. Und dann gucken wir, ob wir Deutscher Meister geworden sind oder ob wir noch eine Saison mit dem VfB Stuttgart brauchen. Kurz vor der Sommerpause habe ich gerade diese Meldung hier bekommen. Entlassung. Leider müssen wir Sie davon in Kenntnis setzen, dass der Vorstand entschieden hat, Sie von Ihrer Rolle als Trainer dieses Vereins zu entbinden. Das Vertrauen des Vorstands ist, was? Das Vertrauen des Vorstands in Sie ist momentan sehr gering. Wir wünschen Ihnen das Beste für Ihre weitere Karriere. Mit freundlichen Grüßen, Stuttgart Vorstand. Ui, das ist blöd. Genau, aufgelöst. Leider. Wir gehen also nun zu Düsseldorf. Die brauchen einen Trainer. Und dann schauen wir, ob der VfB Stuttgart Meister geworden ist. Dann haben wir unsere Mission erfüllt. Und der VfB Stuttgart ist Zweiter. Naja, wenigstens waren wir in der Champions League. Konnten leider nicht die Meisterschaft gewinnen. Die Spielerstatistik schauen wir noch schnell an. Timo Werner mit 13 Toren in 23 Spielen. Serge Gnabry mit 10 Toren in 30 Spielen. Gümüş in 8 Tore in 29 Spielen. Genau. Naja, ich würde dann sagen, das war's hier von dem ersten Video von dem neuen Format hier. Ich wünsche euch alles Gute, haut rein, lasst gerne ein kostenloses Abo da, eine Bewertung wäre toll und ein Like. Und dann würde ich sagen, wenn ihr Lust auf mehr
solcher Videos habt, schreibt es mir in die Kommentare. Bis dahin, ciao, ciao.